Hallo Leute, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Wir spielen heute mal den Multiplayer. Das erste Mal und ich bin wirklich gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich habe den Sternjägerangriff genommen und jetzt schauen wir doch mal, wie das hier so abläuft. Wir nehmen, glaube ich, mal den normalen Jäger. Ich kenne mich hier nicht aus, Leute. Aber sieht verdammt geil aus. Die Kupplung deaktivieren. Die da. Stehen noch, aber die Dockflammern, die sie mit Energie versorgen, sind ungeschützt. Schaltet sie aus! Boah, die ballern schon hier. Boah, schon weg. Zimtzum 94. Dankeschön. Okay, es fängt ja mal gleich gut an hier. Okay, schauen wir mal, wie wir eigentlich auch ein paar wegballern können. Ich glaube, wir müssen die Dinger hier erledigen, oder? Okay, haben wir schon eins. Der Reaktor ist völlig ungeschützt. Schießt mit allem, was ihr habt, bevor die Schilde wieder online sind. So, ein Zimtzum haben wir doch gleich mal mitgenommen, der uns vorher weggeballert hat. Wir werden nicht untergehen. Hier sind so komische Drohne oder was? Ui! Die Schilde sind wieder online. Wir müssen die Klammern erneut treffen. Ja. Es läuft nicht gut da draußen, aber ihr schafft das. Hier ein Gegner. Schau mal, das ist der Zimtzum wieder gewesen. Oh! Schon wieder ein Assist, okay. Das kann man nicht. Boah, okay. Ja, wir machen Druck. Also, ich probier's zumindest. Schilde unten. Den Reaktor aktivieren, ja. Wo ist denn der? Den Reaktor zu beschießen. Schnell, bevor sie wieder online sind. Ich hab doch keinen Plan. Sieg. Okay. Geschafft. Das Imperium hat dieses System nicht mehr unter Kontrolle. Machen wir direkt eine zweite Runde, würde ich sagen. Nein, wollen wir nicht beenden. Abbrechen. Die Raumschlachten sind schon echt cool gemacht. Also mir hat es von der Kampagne schon echt super, super gut gefallen, muss ich sagen. So, wir nehmen natürlich wieder... Oh, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir nehmen den TIE Fighter. Oh, die Soundkulisse ist schon sowas von geil. Sowas von nice. Boah, geil. Ja, viel Schaden machen wir nicht gerade. Feind hinter dir. Okay, haben wir schon wieder einen. Wenn wir hier ein bisschen eintauchen.
Sky-Bomber ist zu uns gestoßen. Beschützt sie während ihres Angriffs. Alles klar hinter dir. Ey, ey, ey. Okay. Weiter im Jäger. Das stört ihre Blockadebrecher. Mach dich. So, schauen wir nochmal. Wir hier noch ein paar finden. Wir haben eine Gruppe von Tai-Bombern verloren. Beschützt sie. Gute Arbeit. Unsere Tai-Bomber haben ihren Bomben. Okay, da wäre einer. Alles klar hinter dir. Oh, bin ich wieder weggerotzt worden. Okay, die KD schauen wir uns mal nicht an. Okay. Wo sind die jetzt? Ich sterbe. Wurde getroffen. Pissen uns mal hier. Boah, sind wir nicht mehr weggekommen? Schon wieder Benze. Alles klar. Alter! Da konnte ich mir mal einen Schuss abgeben. Was ist da los? Okay. Kann ich jetzt auch mal ein bisschen schießen? Geht das? Hier geht's wirklich ab, ey. Ich hab neben meiner Karte, oder? Nee, ich hab gar nichts. Nichts hab ich. Nichts. Nichts. Leute. Okay, da haben wir irgendwas zerstört. Irgendwas Großes haben wir zerstört. Ah, die Bomber sind schon krass, ey. Die halten schon. Okay, hier haben wir auch einen gekriegt. Wir tauchen mal ab, Leute. Oh, jetzt ramme ich gegen das Schiff. Alter Schwede. Helden verfügbar? Wo? Wo ist ein Held verfügbar? Okay, hier nicht. Ich kenne mich hier noch nicht aus, Leute. Warte mal, ich kann hier so einnehmen, oder was? 2000 Punkte? Ja, wie viele Punkte habe ich? Scheiße, nehme ich jetzt einfach mal. Ich weiß, ich kenne mich nicht aus, Leute. Boba Fett. Ein bisschen geiler vielleicht. Das ist mein Geschäft.
Willst du mir in den Rücken schießen? Alter, was ist das? Boah! Mal ein bisschen schnell, weil mir die Baller nämlich sechs sonst. Das habt ihr nicht gesehen. Achso, ich muss Punkte freischalten. Damit ich praktisch so einen Held nehmen kann. Okay, schauen wir mal, wie der hier ist. Gewonnen oder nicht? Oh, Niederlage. Okay. Rückzug! Die Schlacht ist verloren. ...28 Kills. Respekt. ...28 Kills, nicht schlecht. Bin ich noch weit weg. 9 Kills, 4 Assists, Einsatzziel, Abschuss, Abschusspunkte. So, wir haben einen Sound, aber... Eine unserer Kamino. Okay. Das hatte ich einmal kurz mal angezockt hier. Ist auch nicht schlecht. Deswegen habe ich auch schon Rang 1 gehabt. Aber das war nur ganz kurz, Leute. Wir spielen als... Ah, das ist jetzt die andere Seite. Wir spielen als Jäger. Und dann schauen wir mal, was... einfach was reißen können. Die sieht aber komisch aus, der Jäger, hä? Sieht wirklich komisch aus. Fast so Art X-Wing-mäßig. Hinten kommen sie schon. Wir haben hier unten eintauchen, weil die kommen auch von unten. Okay, einen haben wir schon. Systemausfall ist sehr wahrscheinlich. Okay. Hier kann man sich ein bisschen besser verstecken, glaube ich. Etwas jetzt verstecken, aber. Keiner von uns ist ersetzbar, Gunther. Okay, alles klar. Verliere Separatisten beschießen die Venatorbrücken. Verteidigt das Schiff. Panzer runter. Den haben wir doch nur mitgekriegt, Mensch. Kann nicht. Bomber der Hyänenklasse beschießen unsere Schiffe. Schaltet sie aus. Okay. auf Tiefflug, Leute. Oh. Er ist nicht mehr relevant. Okay, der ist auf jeden Fall an den Ding gegangen.
Machen wir Reparatur. Boah! What the fuck? Der ist nicht mehr relevant. So, ich glaube, ich werde mal jetzt hier ein bisschen auf die Ziele auch mit drauf gehen. Ich bin gefechtsbereit. So, okay, lass mal schauen. Außer Reichweite. Bomber. Hyänenbomber oder was? Schauen wir mal, ob wir da was reißen können. Das ist Torpedo. Und den nehmen wir noch mit. Und den auch, wenn es geht. Das war's. So. Hoffentlich erholen wir uns noch sonst. Ich bin doch hier. Fürs Erste. Sie haben unsere Venatoren fast außer Gefecht gesetzt. Schlag diese Bomber zurück! Jetzt schauen wir nochmal, ob wir die Bomber kriegen. Wir werden zwar einen Haufen einstecken, aber. Mein Schiff hat Probleme! Sieht aus, als wären wir so gut wie fertig. Ihnen gehen langsam die Schiffe aus. Macht weiter so. Wir können sie! Okay. Haben wir doch schon wieder einen, sehr gut. Sieg, Galaktische Republik. Wir haben die Klappergestelle davon, dass sie Klonsoldaten unterschätzen. Geiles Ding, Leute. Zehn Kills, wie viel hab ich denn? Sieht man das nicht? 8 Kills, okay. Gut, Leute, damit würde ich sagen, beenden wir das jetzt hier. Und in der nächsten Folge schauen wir uns auf jeden Fall auch mal den Infanterie-Modus an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Macht echt Laune bis jetzt. Na, ich bin ja nicht so der hier, der ins so extrem tief in das Spiel eintaucht, so hier jedes Ding aufs letzte testen tut. Aber so jetzt rein vom Ersteindruck muss ich sagen, macht es auf jeden Fall Fun. Gut, Leute, dann schaltet wieder ein zum nächsten Infanteriemodus. Bis dann, ciao, ciao, euer Andi.